Wer in der Vergangenheit für die Edder Bolzen, Jagdpfeile, Jagdspitzen haben wollte, ja, der musste irgendwie improvisieren. Aber das Problem dabei ist, das passt nie hundertprozentig ins Magazin. Es gibt jetzt eine Lösung, und zwar von Steamboat, diese fixfertigen Jagdpfeile für die Edder. Hundertprozentig kompatibel und absolut top. Wenn du wissen willst, was die können, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann vom Survival Shop Überlebenscoach. Schön, dass du dabei bist. Ja, du kennst die klassischen Edderbolzen. Da kann man die Feldspitzen, die Übungsspitzen hier vorne abschrauben. Und dann kann man, ja, abhängig davon, wie man gestrickt ist und was man tun will. Und wenn man zum Beispiel für die nicht in Österreich und Deutschland und der Schweiz legale Bogenjagd dennoch üben mag, wenn man zum Beispiel ins benachbarte Ausland fährt, dann kann man sich irgendwelche Spitzen besorgen auf Amazon oder bei anderen Händlern. Und das funktioniert natürlich auch alles und das ist auch alles okay, aber das Problem, und ich habe auch sehr viel ausprobiert, gekauft und ausprobiert, dass diese Spitzen, diese Jagdspitzen, nie hundertprozentig in das Magazin von der Edder reinpassen. Und das ist genau das Thema. Wenn du mit der Cobra R9 oder mit der Cobra RX, da ist das egal, ja? Da ist das egal. Aber bei der Edder geht das nicht. Es ist so wunderbar. Steamboat hat eine Lösung. Und zwar, das sind schon fixfertige Bolzen, die in die Edder reinpassen, auch in die R9 und in die RX, ist überhaupt kein Thema. Ganz genau dasselbe, eben nur mit einer Jagdspitze vorne drauf. Ich finde das toll. Ja, also im Lieferumfang, wenn du so ein Teil kaufen willst, billige Eigenwerbung, findest du natürlich bei mir im Shop, dann sind da 5 von diesen Bolzen enthalten. Diese Bolzen sind geschraubt, das heißt auf der Rückseite, ja, auf der Unterseite sozusagen, das ist wichtig, Unterseite, da ist keine Schraube zu sehen und auf der Oberseite ist die Schraube zu sehen. Und es ist immer so reinzulegen, dass man die Schraube nach oben schaut. Also es ist zwar so, dass da nichts absteht, also ich habe das schon mehrfach versucht, das ist überhaupt kein Thema, aber trotzdem sollte man das ja so einlegen, dass die Schraube nach oben schaut. Warum? Weil dann die Chance, dass man die Sehne länger am Leben hält, einfach groß genug ist. So, und die kann ich jetzt hier reinpacken, ganz normal. Und das ist das Schöne, das zeige ich dir jetzt von dieser Perspektive schon mal her. Das passt genau rein. Ja? Das andere, was ich da jetzt gezeigt habe, ist von Cold Steel zum Beispiel so ein Cheap Shot Jagdspitze. Die passt da oben nicht rein und alles andere, was du auf Amazon oder sonst wo kriegst, passt auch nicht hundertprozentig rein. Und die hier schon, genau, das ist der Schmäh dabei. Naja, ich lade das jetzt und dann schießen wir mal. Naja gut, dann schießen wir mal und auf die Frage hin, wie wird sich der eine oder die andere stellen, Reini, wie ist das eigentlich? Kann man da auch unterschiedlich laden, also zum Beispiel einen Übungsbolzen ganz unten und dann der Reihe nach zum Beispiel diese Broadheads? Ja, das geht, wenn du das unbedingt magst. So, Schuss 1. Schuss 2. Und bei dem lassen wir es jetzt mal. Ich glaube, man sieht das hier schon ganz gut. Und zwar, schau mal her. Da ist der eine Schnitt. Und da ist der andere. Bei dieser Struktur oder wie das diese Platte da heißt. Schau mal her, das schneidet da so richtig. Das schneidet richtig rein. Also das ist schon gewaltig so. Und jetzt schauen wir da nach hinten. So. Steckt noch einiges anderes auch drin, aber da zum Beispiel, da haben wir den jetzt. Und ja, das Problem ist, der andere, also ein Bolzen ist da, der andere Bolzen, ja, der ist da irgendwo verschwunden, da in den Tiefen meines Schießsacks, der auch schon immer der beste ist, den muss ich mal austauschen. Aber da mache ich mal ein Video dazu, was ich da jetzt so alles im Test aktuell habe. Aber ja, die Dinger sind wirklich giftig, echt giftig. Lange Rede, kurzer Sinn, die Teile sind wirklich giftig und echt genial und tolles Flugverhalten und macht Spaß damit zu schießen. Wenn du sowas haben willst, gebe ich dir natürlich billige Eigenwerbung, den Link in meinen Shop. Bitte beachte, dass die nicht überall geben wird, also die sind jetzt nicht so bei allen Händlern dann zu kaufen. Es wird nur ganz wenige ausgewählte Händler geben, wo es die gibt. Und wenn du jetzt sagst, ich brauche sowas, ich will sowas, dann solltest du sehr rasch zugreifen, denn es gibt nur eine begrenzte Stückmenge bei allen den Händlern, die das Ganze haben. Meines Wissens sind das aktuell dann 3 Händler, die das im gesamten deutschsprachigen Raum haben. Einer davon bin ich. Also greif zu und warte nicht,
ist immer relativ schwierig, die zu bekommen. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Schau rein, hol dir das, es lohnt sich auf jeden Fall. Deine Reini Rossmann, bis bald und ciao.